Oh. Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Ach Quatsch. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht. Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt. Oh Gott. Nun, die Toilette geht. Alter, wie lange war da drauf? Reggie, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der HAS-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston. Aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Laskovic, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass HAS-1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht groß zu ziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach du Idiot. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab sie gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Und wir sollen also den Hubschrauber auftanken, Grace. Was? Super Smash? Und Caroline. Rest in Peace. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal zu Anya. Jetzt interessiert mich natürlich. Wer bist du denn? Ich steche dem Regimeschmerzen das Messer gerne in die Seite. Ah, okay. Rechts vom Becken. Ja? Dann drehe ich es, um die Innereien kaputt zu machen. Fühlt sich nicht gut an. Der Ansatz gefällt mir. Warum denn genau da? Hab ich als Kind gelernt, als mir der Blinddarm rausgenommen wurde. Das tat so weh, dass ich dachte, mir platzen gleich die Augen. Was? Gab es in dem Krankenhaus keine Narkose oder sowas? Da gab's kein Krankenhaus. Nur einen Barbier, der auch Chirurg war. Ja, genau. Danach fragte er, warum weinst du nicht? Ich hab gesagt, warum weinen, wenn jemand dein Leben rettet? Sie sind echt knallhart, Rita. Ja. Oh ja, wie, Alter, what the fuck? Jo, nix. Alles, was nicht fest ist und so. Let's lab. Anya? Scheiße, wo ist sie denn hingelaufen? Anya? Nee. Hab ich sie verwechselt? Tut mir leid. Also vielleicht in der Kantine? Hey, haben Sie Ihr Buch fallen lassen? Buch? Was für ein Buch? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Ja, was machen die hier? Glaub, wie sind wir da lang? Ach genau, das war ja hinten rein. Ja, ich erinnere mich langsam.
Die Anja gesehen? Ey, Babate! Max! Guck dich mal an, großer. Leichenblass. Ja, entschuldige bitte. Du musst besser auf dich aufpassen. Hi. Hey. Hast du was zu trinken? Was mit Manhattan passiert ist. Ja. Alles gut? Jo. Ich finde hier keine Erdnussbutter. Meine Stimmung ist also gerade im Keller. Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen unternehmen. Später? Was? Ich weiß nicht. Irgendeine Freizeitaktivität. Hören Sie. Hören Sie mir jetzt genau zu, Sigrun. Ich habe mir Ihre Akten angesehen. Listen voller Grausamkeiten. Das Yosemite-Massaker. Das Niederbrennen eines Viertels in Baltimore. Nashville. Aufhören. Ich war mit meiner Mutter unterwegs. Mich trifft keine Schuld. Ich hab das nicht getan. Wenn Sie mir nicht vertrauen, dann töten Sie mich doch gleich hier. Aber Sie waren dabei. Sie haben tatenlos zugesehen und sie haben ihre Mutter nicht aufgehalten. Sie hätte mich für schwach gehalten. Ich hätte sie beschämt. Ich wollte nur, dass sie mit mir zufrieden ist. Oh. Mir wird schlecht. Oh, keine Ahnung, ob von der Schwangerschaft oder von Ihnen. Oh, Anja! Schmeckt der Kuchen? Ist ja auch gar ein Stück Kuchen jetzt so, übrigens. Nur so, nebenbei. Okay. KD? Angela Cummings, Angela Cummings. Was gibt's denn zu essen? Hm? Mein Freund aus Warschau. Ja? Hat Mathematik in New York studiert. Ah, okay. Seit dem Bombenabwurf habe ich nichts mehr von ihm gehört. Oh, das tut mir leid. Danke nochmal, dass Sie uns aus Selo befreit haben. Ein schrecklicher Ort. Mein Freund. Na gut, wir haben Anja auf jeden Fall gefunden. Hey! Und damit eine echt coole. Was gibt's Neues? Ich bin zu emotional. Das hat Mutter mir immer gesagt. Ah, vergiss doch mal die alte Schreckschraube. Um die kümmern wir uns später, das verspreche ich. Nach dem, was die getan hat, auf jeden Fall. So, dann können wir jetzt, glaube ich, an den Hangar. Achso, da geht's wieder in die Kantine. Wo ging's denn hier raus, rein, wie auch immer hier? Ich zeig ihm einen Trick. Und dann das. Unheimlich. Ich glaube, er hat gewonnen. Achso, er macht den Trick jetzt. Geil. Max steckt voller Überraschung, ne? Okay, Max, dann zeig mal, was du drauf hast. Unglaublich. Babatisch, hast du aber was falsch gemacht. Ja, unser kleiner Max, ne? Voller Überraschung, voller Überraschung. Ja. Was? Da muss man sich nicht auch noch so fühlen. Ah, okay. So, Max Hass. Der beeindruckt ja alle, ne? Rechnet keiner mit. Gut, wo geht's denn jetzt zum Hangar? Irgendwo hier hinten, genau. Ja. Yep. Ah, die Tür ist sogar schon offen. Ich fühle mich wie in einem Sarg. Wir sind sicher, Barbara. Das zählt. Mach dir keine Sorgen.
für den Bombenabwurf. Tief unter der Erde. Gefangen. Mamas Hand. Ich habe sie ganz fest gehalten. Denk positiv. Es gibt keine Strahlung, kein Regime. Vor der Welt versteckt. Hier sind wir sicherer als je zuvor. Ich weiß, das ist irrational, Huey. Aber ich kann nicht anders. Dieses Gefühl zu ersticken. Als ob sich der Staub in meinem Hals zusammenklumpt. Die Hitze der ersten Welle. Die Schreie. Die verdammte Schreie, Mann. Hey. Ja, ja. Atme. Versuch zu atmen. Ja, du schaffst das schon, Barbara. Barbara. Ja, das kriegt er schon hin. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Können wir die Tür jetzt auch machen? Nee. Was ist das denn? Aus wie Ersatzteil oder so? Oh, eine Starcode? Liegt. Ah, da. So, wenn haben wir denn jetzt hier schönes? Weinfeld. Cool. Hi. Hi, Boldo. Du hast von New York gehört. Sehr schlimmer Ort. War das nicht Boldo, der uns was über Gestank erzählen wollte? Ah, vielleicht ist es nicht. Boldo hält trotzdem Ohren für sie auf. Okay, danke, Boldo. So, das sieht aus, als hätte. Nee, das ist nicht von Max gemalt, oder? Nee, glaube ich nicht. Gucken wir uns erstmal kurz um, bevor wir den Hubschrauber tanken. Ah. Sehr gut. Maria Lauren, hallo? Alles in Ordnung hier? Ja, machst du fein? Was denn? Ja, was denn? Okay. Ja, bonjour. Nicht so schön. So. Ich brauche wohl mehr Diesel. Hier oben. Limit erreicht? Ja, aber wir haben doch gerade. Da muss ich gedrückt halten, damit das erstmal leer wird. Hey, welche Waffe haben wir denn jetzt in der Hand? Ich brauche das Ding, Dieselkraftwerk. Hubschrauber auftanken. Ah, jetzt. Oh, Concept Art. Okay, cool, cool, cool. Atomsprengkopf. Ah, okay, das sieht im Konzept aus, das auch ziemlich nice aus. Also, das sind die Schränke, wo die drin liegen. Nice. So, gehen wir noch ein bisschen Diesel holen hier. So. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Ja, zu Grace zurück, okay. Sollten unser Kraftwerk auch noch füllen. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Können wir noch was in den Hubschrauber packen? Wir wollen ja nicht, dass so zwischendurch einfach so vom Himmel fallen, ne? Ne, passt, ist voll. Gut. Dass sie bald ihre Wäsche aufhängen. Hi! Hey, Mann. Ja, geht schon. Boah, das sieht echt gut aus. Hallo. Ja, hallo. Hacken Bay. Ja,
Wie kommen wir denn jetzt zur Kommandozentrale? Und dafür Geräusche? Egal. Ah, mit Quest reden, Level verlassen. Das werden wir gleich tun. Was Septimus Stubbins, okay. Das werden wir jetzt gleich tun, aber es geht dann auch erst in der nächsten Aufnahme weiter. Ich werde mir jetzt erstmal zu essen machen und so weiter. Ja. Genau. Hä, waren wir hier schon? Ach, von der Hacker-Control. Wie gesagt, in der nächsten Aufnahme geht es weiter hier auf YouTube, entweder zusammengeschnitten oder morgen in einer neuen Folge. Hier im Livestream. Ich nehme mal an, auf jeden Fall heute noch in 2-3 Stunden oder so. Good luck, have fun. So, meine Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme vom Wolfenstein The New Colossus. The New Colossus wollte ich gerade sagen, The New Order. Aber ist The New Colossus. So, wir waren auf dem Weg zu unserer lieben Freundin Grace, weil wir die nächste Mission starten wollten. Wir hatten die Atombombe geholt, so viel weiß ich noch. Wir hatten auch hier so ein paar Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, hatten wir denn schon das Schwein gefüttert? Jetzt zur Kantine. Das muss ich jetzt leider nochmal ausprobieren. Ich weiß, wir sind am Ende. Ja, alles bestens. Wir sind in der letzten Aufnahme die ganze Zeit hier hin und her gelaufen. Waren wir hier oben schon? Nee, da oben waren wir nicht. Okay, gut. Wo ist denn das Lager? Diesen? Ja. Ciao, Captain Blazkowicz. Was? Was hat er gegen uns? Weiß nur nicht mehr, wo die Vorratskammer war. Da oben war sie auf jeden Fall nicht. War das auf dem Weg zur Kantine? Ja, Spiel. Hallo. Ich denke, wenn wir runterspringen, sind wir bestimmt tot, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Jetzt weit da hinten. Jetzt rein. Das vergesse ich jedes Mal. Kantine war doch genau hier. War ein Vorratsraum. Ein anderer Vorratsraum. Pixels. Ein. Hat verwirrt. Oben war doch am Ende von so einem Gang so ein Vorratsraum, wo wir die Kartoffeln gefunden hatten. Na gut, egal, dann machen wir das erstmal. Ich hier wieder stundenlang rumrenne. Wir müssen in die Kommandozentrale. Wie geht's denn so? Ja, alles bestens. Immer noch. Können wir doch einfach hier durchlaufen, oder? Ja. Nee, ist schon gut. Ja. Zwillinge des Horrors. So. Okay, dann ab zu guten Grace. Auf der Jagd nach. Ja. Wir alle wissen, wer es ist. Caroline. Oh, hier haben wir auch reingekonnt. Sehen wir es? Auch Eingang zur Kantine. Ich lasse mich immer so schnell ablenken. Okay, wir machen jetzt einfach mal hier weiter. So. Grace. Was gibt es? Ist? Lift. Huch. Was ist jetzt für Gewackel? Ja, ist unhöflich, in dem Zimmer rumzuschnüffeln, während sie ja pennt, mit Kippe pennt übrigens. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung.
durchqueren Sie die Tore, um die 31 Straßen des Wissens zu beschreiten. Aber in Bezug worauf? Aber da. Hey, kleiner Sternmann. Bist du kürzlich, Kumpel? Max! Grundgütiger Max! Hast du mich erschreckt? Guck, ich lese hier gerade schwere Kost und ein kleiner Spielzeugroboter passt nicht so ganz zu dieser Seelenreise, Mann, okay? Max, Hals. Max, ist schon okay, Kumpel. Das ist alles viel zu kompliziert für dich. Spiel doch mit deinem Schwein, Max. Ich versuche, den Bezug zu diesen Toren zu finden und... Du würdest das nicht verstehen. Max, Hals. Max, das ist wirklich hohe philosophische Literatur, okay? Du kannst nicht einfach anfangen... Ich glaube, er hat mehr verstanden, Max, das zu ist denken. Es. Wie hast du... Auch in der Zentrale bald. Okay, Leute. Jetzt wird's richtig heiß. Das Boot hat Atomraketen und ich habe ein Ziel. Ein verdammt gutes sogar. Alles klar, Boss. Ja, so macht man das. Coole Sache. Gefällt mir. Also, was Halus? Specy ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Specys Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Hört verdammt nochmal. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben. Sie wurde gebaut von den Datichut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit tausend Jahren, bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Ach, herrje. Scheiße, das wird Specy nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie da vor? Ja, genau. Schon mal vom Generalstab gehört? Na klar. Da hängen die für die Kriegsmaschinerie verantwortlichen hohen Tiere ab. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig. Denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen. Und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen sie das hier. Ein Feuerlöscher. Was ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blazkowicz, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Ja, nehme ich im Handgepäck, oder? Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell, treffen sich mit Super Special in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen sie den ganzen Scheiß in die Luft. Okay. Klingt vernünftig, oder? Have you taken your German lessons? There you come, then. Oh, vielen Dank.